25. Mai. Der Glenn hat sich ein neues Projekt vorgenommen. Er will nämlich seinen Lüfter umbauen, der wohl strategisch nicht so gut angebracht ist. Ja, der pustet direkt da raus. Ja, das ist natürlich doof. Aber dazu muss natürlich ein neues Loch gebohrt werden und das Kabel verlegt werden. Wir werden dann weiter berichten. Also der Ventilator ist schon umgebaut, da hinten hin nämlich. Und jetzt werden noch die Kabel verlegt dazu. So sitze ich jetzt hier Stunde über Stunde und versuche den nächsten Film zu schneiden. Irgendwas haut mit dem Programm nicht hin. Ich bin schon in Kontakt mit Corel. Wir haben schon 5 Varianten versucht, aber irgendwie läuft das Programm nicht mehr. Wir haben eine Rettungsaktion gestartet. An uns ist eine Schildkröte vorbeigeschwommen mit einer Plastiktüte, auf der sie sich anscheinend auch nicht befreien kann. Und jetzt wollen wir sie retten. Wir wollen sie befreien von der Plastiktüte. Da schwimmt die Arme. Aktion Schildkröte. Aber wir sollen das wieder heilen. Ja, die vordere Flosse ist ziemlich eingeschnitten. Ja, super, sie taucht. Gott sei Dank. Das hast du super gemacht. Also Leute, das ist es wieder mal. Ne? Kein Müll in die Flüsse und in den Ozean. Dann der Wasserfall zum Meer. Sind wir hier in Puerto Angel. Sieht ganz nett aus, bloß an Land kommen wir mit unserem Dingi nicht. Randy ist auch da.
aber die Wellen sind doch sehr stark. Erster Landgang in Puerto Angel. Oh, er ist jetzt zu früh rübergegangen. So, wir gehen jetzt zum Hafenkapitän. Der war heute Morgen schon da. Wir müssen uns anmelden. Mal schauen, wie lange das heute dauert. Das sind hier immer noch ziemlich große Wellen. Ja, und da hinten liegt die Leinleit als einziger hier in der Bucht. Mit den ganzen Fanggast. Ja, mit unserem Fang. Also auch hier in Puerto Angel müssen wir uns anmelden. Beim Hafenkapitän. Ein Spaß. Alle Papiere werden wieder kopiert. Schön gibt es wieder neue. Man achte auf ihn da. Er wartet die Welle ab. Jetzt gibt er Gas. Job. Boah, das passt exakt. Perfekt. Das sind keine Tortillas. Also, wir haben festgestellt, es sind keine Tortillas. Es sind, sage ich mal jetzt, große Tortillas mit Guacamole und Oktopussalat. Ganz lecker. Das gibt es hier heute zum Mittag in Puerto Angel. Schmeckt es euch? Super. Shopping Tour in Porto Angel. Also wir sind jetzt hier beim Schlachter. Da wird jetzt das Fleisch erstmal vom Knochen gelöst, gereinigt und dann kommt das dann irgendwann bei uns auf den Grill. Und das hier alles bei gefühlt 40 Grad im Schatten. Hast du aber aus der Truhe geholt. Ja. Die Bucht von Puerto Angel. Da unten liegt die Leimleit. Im Hintergrund sieht es leider so aus, als ob ein Gewitter kommt. Es grummelt auch schon. Und wir haben natürlich wieder alles offen gelassen. Mal eine kleine Erkundungstour. Ja, hier ist noch einiges geplant. In dem kleinen Kaff gibt es einen riesen Friedhof. Lass mal her. Vielleicht. Dem er spicy Tortillas gegessen hat. Die Soße, guckt sie euch an und sagt mir bitte, was denkt ihr, wie viel Skurril hat die? Ja, wir wissen das aber auch nicht. Genug. Extra mal so ein Ding vollpacken damit und dann da vorne hinlegen. Das dauert nicht lange, da kommt der. Aber dann geht der in Flammen. Alles Mexiko-Style.
immer. Alle gucken sich nur gegenseitig an, keiner sagt was. Heute ist der 28. Mai 2021. In Deutschland. In Deutschland. Und in Griechenland. Und auch in Griechenland. Und deswegen... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles, alles Liebe und Gute. Alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag, Oma. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und Freude im nächsten Jahr. Auf, dass wir uns bald mal wiedersehen. Prost, Waltraud. Alles Gute. Prost. Heute gibt es mal wieder die berühmten Grillhähnchen auf der Limelight. Und hier oben ist der Kohlenchipper dabei und versucht den Grill anzuzünden. Aber da der Glenn ja der Feuerteufel schlechthin ist, haben wir gute Hoffnung. Ja, mit Holz. Achso, aber nicht mit so Kohlezeugs. Ich mach dir gerne ein richtiges Feuer an, aber doch nicht sowas. Das brennt nicht, das will nicht. Aber es muss. Und während die Kohle so vor sich hin glüht, werden gleichzeitig auch mal wieder nach 3 Wochen die Haare gewaschen. Weg ist er. Und so sieht es aus, wenn sich der langhaarige Bombenleger hier mit dem Captain Morgenbart sich die Haare wäscht. Und so sieht das aus, wenn die Diva an Bord duscht. Wer? Ja, die Diva. Ja, die Diva. Ja, schön einmal sehen. Ich brauche eigentlich eine Kopfmassage. Aber ich muss das immer hier selbst machen. Das kenne ich. 29. Mai 2021. Die Limelight ist seefest. Das heißt, alles ist verstaut, alles ist verzurrt. Und wir verlassen jetzt hier heute Porto Angel. Waren eine Woche hier. Und auf geht's nach Acapulco. Circa 210 Seemeilen. Wir haben jetzt die letzten 3 Tage schon gewartet, dass wir vernünftigen Wind haben. Der ist auch vorhergesagt. Nicht so viel, so um die 15 Knoten. Aber wir hoffen, dass wir in 48 Stunden in Acapulco sind. Bye bye, Porto Angel. Du hast uns hier ganz schön durchgeschuckelt. Es geht in unsere erste Nacht Richtung Acapulco. Wir haben 8 Knoten Wind, machen 3,3 Knoten Fahrt, werden aber wahrscheinlich keinen schönen Sonnenuntergang haben heute. Wir haben wieder Wind. Genaka gesetzt und es geht mit Rauschefahrt 6,5 Knoten noch 100 Meilen bis Acapulco. Lass ich dir mal beißen. Ja, der tut bestimmt weh. Der ist aber frech, oder? Jetzt willst du ihn fangen. Nee, ich will mal gucken, wie er so zubeißt. Du bist vorsichtig. Also der tut dir nichts. Ja, ja. Es geht in die zweite Nacht hinein und heute sieht es so aus, als ob uns ein Gewitter und ein Regenschauer erwischt. Wir haben immer noch Hoffnung, dass es hinter uns wegzieht. Der Wind hat nachgelassen, wie so oft vor einem Regenschauer. Aber da ganz hinten ist auch noch einer zu sehen. Und wir haben noch ca. 90 Meilen bis Acapulco.
Schon hat's uns erwischt. Die ersten Böen kommen. Die Annette hat ihre Wache angetreten. Und kämpft jetzt mit Regen und Wind. Also hier unten sind schön 35 Grad drin. Aber da kann ich ja nachher aufwärmen. Genau, da kannst du dann zum Aufwärmen kommen. Dann eine angenehme Wache. Danke. Die zweite Nacht haben wir hinter uns. Die Annette hatte die 3 bis 6 Uhr heute Morgen Wache. Ja, die war schön. Anders als die gestern Abend, als der Regen war. Es war ziemlich regnerisch, oder? Nee, es hat geschüttet aus Eimern. Man konnte nicht mehr weit gucken und es war, naja, Gott sei Dank nicht so lange, aber es war schon nicht schön. Ja, sowas wünscht man sich nicht zwingend. Es gab immer wieder ein Auf und Ab, Segel hoch, Segel runter, Motor an, Segel von Backbord nach Steuerbord. Also es war nicht langweilig heute Nacht. Nein. Und der Tölpel hat tatsächlich hier durchgehalten bis heute Morgen zum Sonnenaufgang. So, jetzt ist die Annette hier eine dieser hervorragenden Mangos. Die sind wirklich lecker. Und wir haben noch 20 Meilen bis Acapulco. Und dann haben wir es erstmal wieder geschafft. Aufregung an Bord der Limelight. Die Angel hat sich bewegt. Das zweite Mal in Mexiko. Ah doch, es ist einer dran. Oh, seht mal an, was der Glenn strahlt. Guckt mal. Endlich mal ein Fisch. Also der Glenn ist nicht ganz so glücklich, weil er nur so einen kleinen Fisch rausgeholt hat. Aber Fisch ist Fisch. Elf Meilen noch bis Acapulco. Wir sind schon bis auf 2 Meilen an der Küste dran. Da sieht man schon Ferienhäuser. Ellenlanger Strand. Ja, jetzt ist es vorbei mit unserem Großsegel. Da ist es aufgerissen. Gut, dass wir das Neue schon an Bord haben. Jetzt hoffen wir, dass wir hier auch in Acapulco Segellatten organisieren können. Damit wir uns von dem Segel verabschieden können. Aber nicht für jeden Wind hier, den nach vorne zu bringen. Lass einen los. Ja, das war ein ziemliches Desaster mit unserem Genaka. Aber er ist jetzt total vertüdelt. Also der Bergschlauch ging nicht runter. Also müssen wir den hier mal versuchen zu enttüdeln. Was ist das? Ein Loch im Genaka. Also 1, 2, 3. 4, um genau zu sein. Ganz toll. Wahrscheinlich hat das der Ventilator verursacht, als wir den gerade runtergeholt haben. Wir haben es geschafft. Wir sind nach 57 Stunden 230 Seemeilen in Acapulco angekommen. Ja, haben wir doch gut gemacht. Ja. Ja. Der Motor lief ein bisschen viel, aber naja. Bisschen wenig Wind halt, ne? Prost. Birgit Rasmus? Von dem guten Bier? Danke, Rasmus, für den Wind. Hätte gelegentlich etwas mehr sein können. Ich bedanke mich nicht so sehr für den Regen, aber ich bedanke mich für die 3 Fische. Und die Welle war auch okay. Und ja, wir wollen trinken. Alles in allem war das doch okay, was du gemacht hast. Prost, Prost. 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 Na, unser Dingi ist ja jetzt genau 2 Jahre alt. Und jetzt hat sich das hier alles aufgelöst. Das ist übrigens ein Westmarine-Dingy. Ich würde mir keins mehr kaufen. So, und jetzt werden wir das mal schön mit Glänzmethode Sikaflex
reparieren. Wenn du so ein Moped hast, musst du auch Gas geben. Ja. Und so sieht das jetzt aus. Also, meine Wette steht, das hält jetzt 6 Monate. Aber ich wette um nichts. Und dank dem Frank für das gute Zeug, das 6 Monate hält. Weil's hoffen. Und das hier im Muringfeld von Ackerpulk. Da liegt die Fridolin schon seit einer Woche. Da liegt die San auch schon über eine Woche. Il a droit à côté, il m'a fait un tonne, il m'a fait un tonne.